Schönen Samstagvormittag, herzlich willkommen zur E-Liga des österreichischen Radsportverbandes. Heute haben wir Halbzeit, es ist das fünfte Rennen der E-Cycling League Austria und ich freue mich, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid, vielleicht bei der ersten Tasse Kaffee am Morgen beim Aufwachen oder auch schon vielleicht fit und schon die erste Runde absolviert. Auch ein herzliches Hallo an alle Sportler, an alle E-Sportler, die heute hier mit dabei sind beim Rennen. Mein Name ist Michaela Mayer und an meiner Seite als Experte Matthias Gritzek. Hallo, schönen Vormittag. Auch einen wunderschönen Samstagmorgen von meiner Seite. Ich freue mich, dass wir jetzt eine Woche, nur mit einer Woche Abstand beim nächsten Rennen sind. Also es geht Schlag auf Schlag. Wir befinden uns heute in der Welt von Watopia. Fahren rund um einen Vulkan und ja, wir sind schon sehr gespannt, wie es heute ausgeht, weil letzte Woche haben wir ein extrem spannendes Rennen erlebt. Genau, es war extrem spannend letzte Woche, sowohl bei den Damen als auch bei den Herren. Wir sind auch gespannt, was uns der Nachwuchs heute wieder bietet. Wir haben irrsinnig starke Nachwuchsfahrer mit dabei und wie der Matthias jetzt gerade schon angesprochen hat, heute sind wir komplett in einer virtuellen Welt. Virtuell fahren wir ja immer, aber letztes Mal waren wir in London. Da konnten wir so ein bisschen eine Verbindung knüpfen, aber diesmal sind wir in der Welt von Watopia. Das ist sozusagen die Strecke von Zwift und du hast mir schon verraten, das wird heute richtig schwer und aber auch sehr spannend. Du bist ja selber schon gefahren, Matthias. Ja, genau. Also eine Watopia-Welt von Strava schaffen, Whole Lotta Lava. Das heißt, wir fahren bei den Elite-Männern fahren wir 3 Runden, fahren 3-mal über den Vulkan drüber und bei den Damen auch und beim Nachwuchs 2 Runden. Wir haben 4,5 Kilometer Anfahrt, dann sind wir auf der Runde und dann geht es eigentlich schon los mit den selektiven Streckenabschnitten. Und ja, bei den Männern und Damen, also in der Gruppe A und B, haben wir knappe 500 Höhenmeter heute auf 42 Kilometer. Und beim Nachwuchs sind es 320 Höhenmeter. Also ist wieder einiges an Kletterkilometern zurückzulegen. Und es wird auf jeden Fall spannend und ein sehr selektives Rennen. Genau, von der Kilometeranzahl, wie gesagt, für die Kategorie A und B, das heißt Damen und Herren, Elite, Amateure, Master, sind es 42 Kilometer heute, die sie zurücklegen auf dem virtuellen Bike sozusagen, also auf dem echten Bike, aber auf der virtuellen Strecke. Und beim Nachwuchs sind es 30 Kilometer, also auch eigentlich eine ganz schöne Strecke für alle Kategorien. Wir starten wieder mit der Gruppe des Nachwuchs, die als erstes sozusagen über die Startlinie gehen und dann geht es weiter mit den Herren und dann mit den Damen. Und wir haben heute auch ein Special, unser Thema. Wir haben ja jedes Rennen sozusagen ein bisschen ein Motto, ein Thema und das Thema heute ist Cycling Austria Workouts und das sogenannte ÖAV Bike Guide. Dazu werden wir auch später noch einiges erzählen. Die Cycling Austria Workouts, haben wir ja schon gehört, werden richtig gut angenommen und vor allem jetzt im Winter eine gute Möglichkeit, sich fit zu halten. Ja, genau. Also es nehmen auch sehr viele in Anspruch und wir haben dann heute auch einen kleinen Einspielerclip von der Lara Schönauer vom Team Felbermayr-Wels, die da im Nachwuchs fährt bei der U17. Die wird uns das ein bisschen näher bringen, wie sie das Ganze nützt, wie sie das Workout auch neben Homeschooling nützt und zu ihren Vorteilen. Da werden wir was sehen und dann auch noch einen kleinen Einspieler vom Jakob Drock. Kommt dann alles. Und ja, die werden uns das ein bisschen näher bringen, eben auch die Workouts und alles, was die Bike Card und den Bike Guide angeht. Genau, Österreich befindet sich ja leider noch immer im Corona-bedingten Lockdown. Es ist nicht wirklich so einfach, so seinen Alltag zu leben. Die meisten sind zu Hause. Was die E-Liga betrifft, ist es natürlich eine gute Möglichkeit, um sich fit zu halten, auf das Bike zu steigen, auf die Rolle und sozusagen da zu treten und sich fit zu halten im Winter. Wir schauen jetzt kurz auf die Zeit. 5 Minuten sind es noch etwa bis zum Start. Wir starten mit dem Nachwuchs und da haben wir ja 2 Brüder aus Deutschland, die immer vorne mitmischen und zwar sind das die Bell-Brüder, Moritz und Felix Bell. Von Ihnen erwarten wir auch heute wieder einiges. Ja, also von Ihnen können wir einiges erwarten. Ich bin mir fast ganz sicher, dass einer von den beiden wieder das Nachwuchsrennen gewinnen wird. Wenn ich da auf unsere Wand schaue, mit den, wo sich jeder schon zugeschaltet hat via Zoom, sehen wir die Bell-Brüder auch. Wenn ich jetzt genau schaue, vorher waren sie da. Ja, ist jetzt gerade noch ein Standbild. Sind auch dabei.
Und ja, das letzte Rennen, das vierte Rennen, hat der Moritz Bell gewonnen vom Katrasbjerg Julian und Schenkmann Lasse. Und am vierten Platz folgt dann schon sein Bruder, der Felix Bell. Also in der Hand von den Bell-Brüdern. Wenn es noch einen dritten geben wird, wäre er wahrscheinlich auch unter die Top 4. Genau, sie überraschen uns auf jeden Fall immer wieder aufs Neue mit einem ganz tollen Setup, werden da auch unterstützt, tatkräftig zu Hause. Da werden wir natürlich auch dann wieder den Blick ins Wohnzimmer wagen. Sie sehen es jetzt schon auf der linken Seite, das Aufwärmen des Nachwuchs. Wir sehen die Uhr auf 3 Minuten 40, dann eben der Start. Aber wir dürfen natürlich auch nicht unseren weiblichen Nachwuchs vergessen. Marina Gurtner hier ganz vorne in der Gesamtwertung. 4 von 9 Rennen hat sie absolviert und da ist sie eben im Nachwuchsbereich ganz vorne. Danach kommt Lara Schönauer, die hast du schon angesprochen. Sie ist im Nachwuchsteam von Felbermeier Simpl und Wels, eine wirklich motivierte Sportlerin und wir sind gespannt, was ihr heute gelingt beim vierten Rennen. Ja, wir haben schon gesagt, Halbzeit ist. 4 Rennen haben wir schon absolviert oder wir als Kommentatoren gefahren sind jetzt nicht. Auf der angenehmen Seite. Und heute das 5. Rennen und dann kommen eben noch 4 Rennen. Bis Mitte März geht die E-Liga des österreichischen Radsportverbandes. Und dann hoffen wir, dass Corona es zulässt, dass wir sozusagen einen fließenden Übergang haben zur Radbundesliga des österreichischen Radsportverbandes. Da hoffen wir, dass der Start in Leonding in Oberösterreich erfolgt. Der ÖRV und der Landesradsportverband Oberösterreich mit Paul Resch versuchen hier alles, dass wir auch dann in live wieder Radfahren können und Radrennen fahren können. Wir schauen jetzt einmal zu unseren Sponsoren und schauen hier auf die Kronenzeitung. Ja, das war die Kronenzeitung, der Medienpartner des österreichischen Radsportverbandes, seit Tag 1 an der Seite. Und auch die E-Liga wird hier tatkräftig unterstützt von der Kronenzeitung, sei es über Krone.at, Krone.tv oder natürlich die Printausgaben der Kronenzeitung. Jetzt wird es richtig spannend, 1 Minute 30. Die Radsportler wärmen sich da auch schon auf. Wir haben jetzt ein bisschen ein Feeling wie vielleicht bei der Österreich-Rundfahrt vor dem Start. Das Einzige, was anders ist, dass jetzt die Radsportler ja schon voll sich aufwärmen müssen und voll treten. Genau, also bei den normalen Rennen hat man das Aufwärmen schon hinter sich. Man steht an der Startlinie, schaut, dass man eine gute Position hat. Ist natürlich beim E-Cycling genauso, weil umso früher man in das Rennen einsteigt, man kann ja, glaube ich, bis zu 20 Minuten vorher in das Rennen einsteigen. Und bei einer großen Gruppe steht man dann auch vorne. Also wenn man früher einsteigt, steht man vorne, hat da auch einen kleinen Vorteil beim Start. Und ja, im normalen Leben ist es dann so, man steht die letzten 10 Minuten dann ohne sich zu bewegen. Hier beim E-Cycling wird voll Gas gegeben, also da geht's gleich voll zur Sache. Und ich habe schon hinten auf unsere Video-Wall geschaut, der Nachwuchs ist schon richtig am Reinstrampeln. Dort ist schon, bevor das Rennen losgegangen ist, schon richtig schweißtreibend, weil es geht in 30 Sekunden los. Und ja, das gleich mit voll Schub. Im Bild sehen wir jetzt beim vollen Aufwärmen Marina Gurtner. Sie ist, wie gesagt, die Führende in der Gesamtwertung des Nachwuchs. 4 von 9 Rennen und sie steht ganz oben. Und natürlich auch heute beim 5. Rennen wird sie ordentlich Gas geben. Und man sieht es, liebe Zuschauer, dass sie jetzt immer schneller dreht, immer mehr Gas geht. 5 Sekunden bis zum Start. Ja, wir wünschen jetzt toi, toi, toi. Und los geht's, wir sind gestartet. Wir sehen bei der Marina auch, sie fährt heute auf einer freien Rolle. Das heißt, soweit ich das beurteilen kann, ist sie wahrscheinlich mit dem Wattmesser vom Rad mit natürlich ist das nicht so stabil wie ein Smart-Trainer, der hinten, wo das Laufrad Genau, Marina Gurtner jetzt im Bild,
voll auf den ersten Meter schauen, wie es geht. Nachwuchs und tritt hier ordentlich rein. Wir sehen sie auf einem Pinarello-Rad und ganz interessant auch der Hintergrund. Viele Pokale hat sie hier aufgebaut und auch eine Biografie von Peter Sagan. Also voll Radsport motiviert und begeistert. Vielleicht eine Flasche, die er selbst gehabt hat, der Peter. Ja, sie hat einen schönen Schrein geschaffen, also wirklich viele Medaillen, viele Abzeichen. Ich sehe da ein Meisterabzeichen auch, also ja, ist da richtig gut unterwegs und das zeigt sie uns auch Woche für Woche bei den Rennen, dass sie da ganz vorne mitfährt. Sie ist beim letzten Rennen Dritte geworden und zwar, ja, die Julia Gall hat da gewonnen, dann die zweite ist die Laura Schönauer, da wo wir heute noch einen Clip reinbekommen und die wir auch heute am Start haben und dann die Marina Gurtner. Genau, vielleicht wagen wir einmal den Wechsel zum Nachwuchs, also zum männlichen Nachwuchs, wer uns sich da heute via Zoom zu uns geschalten hat. Das ist ja immer die Möglichkeit, alle Teilnehmer, alle Kategorien bekommen hier die Einladung via Zoom, sich zu uns in den Livestream zu schalten. Das ist natürlich sowohl beim Nachwuchs wirklich beliebt, als auch bei den Herren. Ich glaube, das sollte jetzt, das sind die Bell-Brüder, genau. Moritz und Felix Bell, wir kennen das Setup der beiden deutschen Jungs, da, die für den Nachwuchs ganz vorne mit dabei sind. Ja, wie jede Woche, perfektes Setup. Die zwei immer schön brav mit dem Trikot präsentieren ihre Sponsoren von dem Jugendverein. Und ja, wir haben den Moritz im Vordergrund, unseren Seriensieger, und den Felix da im Hintergrund. Ja, die zwei locker entspannt. Ja, wie soll es auch anders sein, wenn man mit 4 Siegen in der Tasche ins Rennen geht? Genau, bei der Gesamtwertung männlicher Nachwuchs führt Moritz Bell vor Felix Bell und auf der dritten Stelle aktuell Sebastian Kowolik. Wie gesagt, das die Gesamtwertung 4 von 9 Rennen. Wir haben heute Rennen 5 der E-Liga des österreichischen Radsportverbandes. Man kann sagen, die E-Liga wird sehr gut angenommen. Über alle Altersklassen gibt es hier eine rege Teilnahme. Und wir freuen uns natürlich auch immer sehr, wenn wir den Blick ins Wohnzimmer machen dürfen. Und wir schauen auf die Uhr. Es ist jetzt 10.03 Uhr. Als nächstes erfolgt der Start der Herren. Vielleicht können wir da auch schon den ersten Blick einmal werfen. Ja, wir sehen es links. Es wird schon fleißig aufgewärmt. Ja, es wird fleißig aufgewärmt. Eine deutlich größere Gruppe als beim Nachwuchs. Freuen uns natürlich sehr. Wir haben auch viele Zuschaltungen via Zoom. Werden wir euch dann auch später einige Einblicke ins Wohnzimmer, ins Badezimmer, auf die Terrasse, je nachdem, wo jeder sein Setup aufgebaut hat, liefern. Und ja, jetzt sind wir knapp eine Minute vom Start. Wenn ich da so auf die Wand zurückschaue, auf unser Video-Wall, alle Vorbereitungen sind getroffen. Ich glaube, ja, die Watt werden jetzt hochgeschraubt. Und ja, letztes Mal trinken, vielleicht noch ein Gel rein. Wir haben jetzt den Stefan Kirchmeier im Bild, der ja letzte Woche ein extrem spannendes Finale da abgeliefert hat, der noch mit einem Power-Up den Moran Vermeulen da wirklich auf der Ziellinie geschluckt hat und sich den Sieg geholt hat. Genau, Stefan Kirchmeier, er ist ja in der Einzel-Elite-Klasse ganz vorne, also wirklich Rennen für Rennen liefert er hier ab. Und Stefan Kirchmeier nach 4 von 9 Rennen in Führung bei der Elite und dahinter Moran Vermeulen und auf der dritten Stelle Jonas Rapp. Also diese drei fahren hier wirklich sehr stark, sind eine Klasse für sich im Elite-Bereich. Es folgt aber auch der Start für die Amateure und Masters. Hier ganz vorne Ingo Reichert vor Daniel Pettinger und André Reinlein. Und auch die Bikecard ist ja hier jetzt in dieser Gruppe dabei. Es gibt ja die Möglichkeit, nicht nur mit einer UCI-Lizenz oder einer ÖRV-Lizenz hier am Start zu sein, sondern natürlich auch mit der Bikecard hier an den Start zu gehen. Und das ist der Start. Ja, wir schicken jetzt schnell die Elite-Herren und Amateure Masters sind jetzt im Rennen. Genau, also sie sind jetzt ins Rennen gegangen. Es gilt das Gleiche wie schon erwähnt. Anfang ist sehr, sehr intensiv. Muss man schon wirklich für ein paar Minuten an die Grenzen gehen, bis sich die Gruppe da formiert hat, bis sich die ersten Positionskämpfe da gelegt haben. Also es ist ganz wichtig,
einmal vorne zu starten. Das heißt, man muss das Event, dem Event früh beitreten. Startet mal vorne, kann man schon vielleicht ein paar Watt sparen. Und ja, jetzt sage ich mal, sind die ersten 3-4 Minuten wirklich da mit hohen Wattzahlen werden da getreten, dass man die richtige Gruppe findet, dass man sich dort auch dann im Windschatten halten kann. Und ja, gut dann in den ersten Anstieg reingeht. Wir haben eine 4,5 Kilometer Anfahrt, bis wir dann auf der Runde sind und bis es dann das erste Mal den Vulkan raufgeht. Genau, du hast es schon angesprochen vorher, das packende Finale vom letzten, vom vierten Rennen. Stefan Kirchmeier war es gegen Moran Vermollen. Moran Vermollen hat sich, jetzt siehst du auch schon im Bild, auf den letzten Kilometern absetzen können, hat da richtig Gas gegeben, hat uns dann erzählt, dass er ein bisschen Probleme hatte mit dem Internet und dann nicht mehr so gesehen hat, was sind denn die anderen Radsportler. Und dann hatte Stefan Kirchmeier auch noch auf den letzten Metern ein Power-Up, hat er da genützt und war richtig pfeilschnell und es war wirklich haarscharf, Stefan Kirchmeier, dass er sich da erneut den Sieg geholt hat, obwohl Moran Vermollen richtig, richtig stark gefahren jetzt letztendlich. Ja, er hat da den Aero-Helm verwendet und ist da wirklich, hat sich da an den Moran herangezogen und ist noch vorbeigegangen und das wirklich auf die letzten paar Meter. Also extrem spannend. Ich habe auch mit Moran danach via Telefon kurz einen Call gehabt und hat mir gesagt, ja, bei ihm ist das Internet ausgefallen, er ist zurzeit nicht zu Hause, er ist in Frankreich auf Trainingslager, bereitet sich auf die Straßensaison vor, hat dort jetzt sein Setup aufgebaut, ja, und hat die letzten, ja, ich glaube, den letzten Kilometer ist dann, hat er immer wieder Ausfälle gehabt vom Internet und ist dann einfach mal voll gefahren. Ich meine, hat ja bis ein paar Meter vom Ziel extrem gut ausgeschaut. Ja, der Stefan Kirchmeier hat das dann auch taktisch klug gemacht und hat vielleicht ein bisschen taktiert, hat ihn vorne herfahren lassen, aber nichtsdestotrotz auch kurz mit Stefan geredet. Er hat gesagt, ja, Moran, extrem starkes Rennen gefahren, Respekt. Und ja, er ist da wirklich, hat uns da wirklich ein super spannendes Rennen geliefert. Wir sind bei Jonas Rapp vom Team Rinkhoff Advarix. Er ist auch jedes Mal dabei. Wir freuen uns. Liebe Grüße an ihn. Und er ist ja Moran Vermollen und Stefan Kirchmeier ganz auf den Fersen und will sich da, er ist auf dem dritten Platz aktuell, 4 von 9 Rennen ist er gefahren, will da vielleicht noch ein bisschen weiter nach oben, der Jonas. Ja, ich glaube, er ist extrem motiviert, auch das Team Rinkhoff Advarix schickt ja fast ihre ganze Mannschaft ins Rennen bei den E-Cycling-Rennen, freut uns natürlich sehr, dass sie so stark vertreten sind bei der E-Cycling League. Ja, und der Jonas, natürlich, er will mehr. Er gibt sich dann nicht mit dem Podest zufrieden. Hat er auch schon im Frühjahr gezeigt, bei den ersten Rennen, beim ersten Lockdown, dass er da extrem viel Potenzial hat, taktisch auch klug fährt. Ja, der lässt sich dann nicht abfinden, will sicher auf dem zweiten, wenn nicht sogar auf dem ersten Platz. Und ja, wir sind erst bei der Halbzeit, also er hat noch genug Zeit, dass er sich da vorkämpft. Es geht Schlag auf Schlag, 1 Minute bis zum Start der Damen. Der Nachwuchs und die Herren sind schon im Rennen, sind schon auf der Strecke. Und jetzt konzentrieren wir uns auf den Start der Damen. Hier haben wir ja aktuell in Führung in der Gesamtwertung Katharina Machner. Für ihr neues Team Union Raiffeisen Rad in Tirol ist sie am Start. Und sie hat 100 Punkte Vorsprung auf Fiona Schröder, auf die Deutsche. Team Saris, The Bros Closet ist ihr Team. Und auf der dritten Stelle Stefanie Lisko, das ist die Gesamtwertung. Aber wir haben es schon gesagt, letztes Mal irrsinnig spannend auch bei den Damen. Fiona Schröder konnte da erstmalig gewinnen. Wir haben noch 15 Sekunden bis zum Start und im Bild jetzt Kathi Machner. Ja, also 10 Sekunden jetzt noch bis zum Start. Wenn das Frauenrennen dann gestartet ist, haben wir alle Kategorien auf der Strecke. Werden wir dann natürlich immer wieder live von Rennen zu Rennen schalten. Und ja, jetzt ist der Frauenstart erfolgt. Die Mädels gehen aus dem Sattel. Und ja, gleiches Prozedere hier. Anfang mal voll reintreten. Schauen, dass man sich in der richtigen Gruppe findet. Die Mädels und Damen wissen eh schon, wer interessant ist, wer zum Aufpassen ist, hat sich ja schon abgezeichnet. Ja, wie du schon gesagt hast, extrem spannend auch letzte Woche mit der Fiona Schröder, die sich da ein paar Kilometer
also die eine lange Flucht da geritten hat und hat das wirklich ins Ziel gebracht. Also vollen Respekt an den Kampfgeist und an das spannende Rennen. Genau, und wir sehen Kathi Machner hier im Bild und da müssen wir noch ganz kurz erklären, ihr Team ist ja das Union Raiffeisen Radteam Tirol, das hat sie auch an, dieses Trikot, aber welches Trikot hat sie denn da im Hintergrund hängen? Ja, das ist von ihrem Swift-Team, sie fährt ja auch in der Swift World League, ist da in einem der besten Frauenteams für das Canyon-Team, Frauen-E-Sports-Team, wenn wir es genau sagen, Canyon-E-Sports-Team. Fährt dort auch noch in einer League mit. Sie hat ihr Trikot, das war sie auch virtuell, was sehr cool ist. Also da hat Swift auch dann virtuell dieses Jersey, was es auch in echt gibt, entworfen. Und wir sehen sie da jetzt genau, also von der Vogelperspektive ist das Trikot, was auch an der Wand hängt. Genau, da erkennt man dann auch wirklich die wirklichen E-Cycling-Profis, die hier wirklich viele Rennen schon absolviert haben. Wie gesagt, nicht nur live, sondern in der virtuellen Welt von Swift. Und Kathi Machner ist hier aus österreichischer Sicht ganz, ganz weit vorne. Ja, und wir sehen hier zwar sehr klein, aber doch Fiona Schröder. Sie hat sensationell das letzte Rennen gewonnen bei den Damen. Es war ein wirklich tolles Finale zwischen Fiona Schröder und Kathi Machner. Kathi Machner bis jetzt, da hat sie alle Rennen für sich entscheiden können, aber letztes Mal war die deutsche Fiona Schröder stärker. Genau, und sie hat einen Solo-Sieg eingefahren. Ja, zweite ist die Berndaler Sarah geworden. Haben wir heute auch im Bild, werden wir dann auch einblenden. Ja, also Fiona Schröder richtig beeindruckt, Kampfgeist bewiesen, super gefahren. Am zweiten Platz dann, wie gesagt, die Berndaler Sarah. Sehen wir jetzt, glaube ich, hier im Bild, wenn ich richtig bin. Ja, genau. Auch ein sehr starkes Rennen. Hat sich da den zweiten Platz gesichert und die letzte dann am Podium war die Kraut Cecilia. Und dann haben wir die Kathi Machner. Diesmal nicht am Podium, also nicht ganz oben am Treppchen, aber ich glaube, ja, sie hat sich da letztes Mal ganz schön geärgert, dass sie da nicht den Sieg einfahren konnte, hat nicht so gepasst, hat die Form nicht so gepasst und ja. Ist spannend, bleibt spannend, wir freuen uns schon. Ja, ich glaube, wir haben noch von letzter Woche einen kleinen, den technischen Defekt. Genau, das sollten wir auch noch ansprechen, auf jeden Fall. Bei der Julia Meyer, sie hat uns das auch dann via Livestream mitgeteilt, hat uns eine Nachricht ins Bild gehalten. Wir haben sie da auch im Bild, ist auch ganz vorne jetzt in der Gruppe dabei. Ja, bei ihr hat der Sensor von der TAX, vom TAX Smart Trainer, Rolle, Walze, wie man auch immer sagen will, hat nicht mehr funktioniert. Und natürlich, wenn das dann nicht mehr funktioniert, wird das dann nicht mehr am Computer übertragen und ja, der Avatar bleibt dann stehen. Und fährt nicht weiter. Und wenn man einmal aus der Gruppe draußen ist, ist es ganz, ganz schwierig, dass man wieder reinkommt. Und ja, wir wünschen ihr viel Glück. Wir haben sie jetzt im Bild, dass alle technischen Probleme behoben sind, weil ja, in Form ist sie ja, glaube ich, sehr gut. Und darum hat sie das umso mehr geärgert. Ja, beim E-Cycling sozusagen ist wirklich sind viele Faktoren wichtig. Man braucht eine gute Internetverbindung, man braucht das technische Equipment. Und da gab es bei Julia Meyer letztens leider Probleme. Sie ist ja achtfache österreichische Staatsmeisterin und Crosslauf-EM-Teilnehmerin, amtierende Staatsmeisterin im Halbmarathon, also eine Sportlerin durch und durch. Sie hat sich richtig geärgert, dass da letztes Mal es zu diesen technischen Problemen gekommen ist. Aber ich glaube, heute ist sie deshalb umso motivierter, wird da auch fotografiert, da wird natürlich alles festgehalten. Und wenn wir sie jetzt anschauen, Matthias, sie gibt schon richtig Gas. Ja, also sie kommt eigentlich nicht vom Radfahren, sie kommt vom Laufen. Umso mehr freut es mich dann, dass sie da mitmacht. Und sie hat das ja schon damals bewiesen, also im ersten Lockdown bei der Rennserie, dass sie da wirklich gut dabei ist und immer Top-Leistungen gebracht. Ja, und freut's, dass sie heute wieder ohne technische Probleme hoffentlich dabei ist. Und wir halten auf jeden Fall die Daumen. Ja, gehen jetzt, glaube ich, kurz in den Werbespot von FlyAlarm und sind dann gleich wieder zurück. FlyAlarm. Der Pionier des Online-Drucks ist an deiner Seite. Mit Druckprodukten vom Flyer bis zum kompletten Messestand in über 3 Millionen Varianten. Mit Overnight hältst du deine Drucksachen schon am nächsten Tag in Händen.
Wir machen dein Business erfolgreich. Wir drucken deine Welt. Flyer Alarm. Das war Flyer Alarm, der Premium-Partner des österreichischen Radsportverbandes und der E-Liga, der E-Cycling League Austria. Wir sind auf einem Vulkan heute. Das ist ja auch ganz was Besonderes. Genau. Also so im Live-Rennen fährt man jetzt nicht so oft einen Vulkan hinauf. Ganz anders bei Swift. Wir sind heute in Watopia unterwegs und du hast das schon angesprochen, Matthias. Ganz spannend heute der Vulkan. Genau, also die Straße schlängelt sich da so um den Vulkan hinauf. Oben haben wir dann die Bergwertung. Und dann geht es eigentlich ziemlich schnell wieder runter. Die Straße kreuzt dann, also man sieht dann auch die Fahrer, wenn welche es ein bisschen später raufkommen, kreuzt man die Fahrer, sieht dann, kann da schauen, wo sich seine Gegner befinden. Und ja, also sehr anspruchsvoll, ist immer zwischen 5-6%. Ein kurzes Flachstück, was wir da vorgesehen haben, das ist mit Holz ausgelegt, ist dann auch noch einmal ein bisschen schwieriger vom Widerstand her. Das wird ja da auch 1:1 wiedergegeben, wie es auf der Straße ist. So, und wir haben jetzt da den Eden Jordan. Genau, danke. Genau. Er ist für den Nachwuchs unterwegs bei dieser E-Liga. Er fährt für das Absolut H-Cycling-Team Eden Jordan. Letztes Mal, glaube ich, war er nicht bei uns im Stream, aber heute ist er wieder mit dabei. Und wenn wir sein Setup anschauen, zahlt sich auf jeden Fall aus, dass wir ihn da wirklich so im Wohnzimmer sehen. Ja, super. Also er war letztes Mal, hat er einmal auslassen, war nicht dabei. Jetzt ist er wieder dabei. Fernseher auf einer Teleskopstange. Also er ist auch top vorbereitet, wird sich auch top betreut rundherum. Und ja, wir werden schauen, wie es ihm heute geht. Er hat ja immer sehr, sehr gute Leistungen gebracht, ist da immer ganz vorne mit dabei. Und ja, sind gespannt, ob er sich da vielleicht gegen einen von den Bell-Brüdern durchsetzen kann und wie das ausschaut. Genau, jetzt im Bild Eden Jordan, U15-Kategorie für Österreich. Er fährt für das Team Absolut H Cycling Team. Wir sind mitten im Rennen des Nachwuchs und wenn wir beim Nachwuchs sind, ist auch ein Duo für uns immer ganz interessant und zwar ist das Mario Rettegi, auch er U15-Kategorie-Teilnehmer. Er fährt für das Team Abel Wien Energie Rösler und Co. Und bei ihm finde ich es immer ganz toll, sein Papa fährt an der Seite, natürlich in der anderen Kategorie, aber beide voll am Pushen. Ja genau, Vater und Sohn, Richard und Mario, der eine schon ohne Trikot, ja, ist da schon ein bisschen länger im Rennen als der Papa. Ja, ist natürlich extremer Ansporn, wenn man neben sich hat, der Papa wird den Mario da sicher auch motivieren, ist ja da auch top unterwegs. Freuen uns immer sehr, wenn wir die beiden im Bild haben. Ja, schauen wir, wie es ihnen heute geht. Auch letztes Mal super Leistung gebracht. Wird sicher nicht leicht auf dem schweren Kurs, wo wieder ja, über 300 Höhenmeter beim Nachwuchs zu bewältigen sind. Wir halten ihnen auf jeden Fall die Daumen und schauen, wie es ihnen dann am Ende geht. Samstagvormittag, was gibt es Schöneres, als mit dem Sohn oder mit dem Vater gemeinsam dann in diesem Fall ein E-Liga-Rennen zu bestreiten? Da startet der Tag auf jeden Fall richtig gut mit der E-Cycling League Austria. Wir haben unsere Sponsoren schon angesprochen und zwar haben wir gesehen den Spot der Kronenzeitung. Kronenzeitung, ja, der Medienpartner des österreichischen Radsportverbandes. Wir haben gesehen Flyer Alarm, die Online-Druckerei als Premium-Partner der E-Liga und natürlich nicht zu vergessen auch Gatorade, unser Partner hier bei der E-Liga. Und da gibt es auch wieder hier die Erinnerung, das Gewinnspiel unter allen Mitfahrenden werden Gatorade-Pakete verlost. Und interessant, wie oft die Gatorade-Flasche im Bild gezeigt wird. Wir verraten hier an dieser Stelle, wir haben sie einmal heute schon gesehen und zwar vorher. Und der Hashtag Stay Hydrated, auch ganz interessant. Tipps zum richtigen Trinken gibt es auf www.gatorade.at. Matthias, wie wichtig ist das Trinken während des Rennens? Oder trinkst du ja vorher und danach und stört dich da währenddessen? Wie ist das bei dir? Ja, man sollte auf keinen Fall dehydrieren. Also vorher viel trinken, auch während dem Rennen. Ja, bei manchen geht es halt nicht so unter so einer hohen Belastung. Ja, wir haben da den Dominik Wendel im Bild. Da sehen wir auch, er hat eine Flasche da mit dabei. Also es ist ganz wichtig, immer ein bisschen was trinken, dass der Wasserhaushalt da hoch bleibt
Und natürlich, man schwitzt extrem beim E-Cycling. Man fährt Indoor, man hat zwar einen Ventilator, man kann das Fenster aufmachen, aber trotzdem, es steht die Luft, man schwitzt extrem, verliert da einiges an Wasser. Drum heißt es, viel trinken und immer regelmäßig sich versorgen. Genau, wir sind auf jeden Fall im Rennen des Nachwuchs und sind mitten am Vulkan. Und wenn wir da uns jetzt auf die Wertungen anschauen, du hast ihn vorher schon angesprochen, unseren Julian Katriz-Fahic. Wir waren letztens bei ihm auf jeden Fall auch im Wohnzimmer. U15-Fahrer aus Deutschland für das GCA-Team. Ganz vorne hier mit dabei am Vulkan, oder? Ja, super. Wir haben ihn da schon vorher, also letztes Mal auch gezeigt, haben wir auch im Bild gehabt. Ich glaube, wir haben ihn heute auch wieder dabei. Wir werden ihn dann auch wieder reinholen. Ja, super Leistung. Zu Recht, dass er da gezeigt wird, dass wir da über ihn sprechen dürfen. Und freut uns natürlich, dass er auch seine Kamera eingeschalten hat, dass wir bei ihm im Wohnzimmer reinschauen und sehen, wie das so abgeht und wie er sich da am Rad schindet. So, ich glaube, wir haben jetzt einen kurzen Einspieler vom Jakob Drock. Ja, er ist der Cross-Country-Nationaltrainer, Mountainbike. Und wir haben da einen kleinen Clip, da schauen wir jetzt hinein. Hallo, ich bin Jakob Drock, Mountainbike-Cross-Country-Nationaltrainer. Ich hoffe, ihr schaut ein spannendes E-Liga-Rennen zu und ich hoffe, das Finale wird natürlich noch spannender. Ich möchte euch ein paar Sachen erzählen über den verschiedenen Workouts, die wir im ÖRV anbieten, sowohl über Zoom als auch über Swift und wie alles entstanden ist. Die Idee ist voriges Jahr gekommen im ersten Lockdown, wo natürlich die Vereine keine Trainings anbieten haben können. Wir haben dann für Mountainbike-Nationalkader und Zoom Trainings gemacht und auch einige Swift-Trainings, was sehr gut funktioniert hat und wir natürlich so doch noch gemeinsam trainieren haben können. Daraus ist auch die E-Liga entstanden und über Sommer haben wir natürlich weitergedacht und dann das ganze Programm für diesen Winter aufgestellt mit verschiedenen Möglichkeiten über Zoom und Swift. Es gibt jede Woche verschiedene Trainings. Über Zoom gibt es jede Woche ein Mobilitätstraining montags und jede Woche entweder am Dienstag oder Donnerstag ein Stabilitätstraining. Dazu gibt es noch 2 bis 3 Zoom-Trainings und natürlich die E-Liga. Ihr findet alle Termine auf der Homepage eCycling Austria, wo der Zoom-Link auch vermeldet ist. Und dort findet ihr auch jede Woche wieder die neuen Links für die Swift-Ausfahrten und Trainings. Es gibt für die Trainings auf Swift sowohl Gruppenfahrten am späten Nachmittag Dienstag von 4 bis 5, Mittwoch am Vormittag von 8 bis 9 und jede zweite Woche am Donnerstag von 7 bis 8 am Abend ein richtiges Workout mit Intervalle, die auch über die ganze Saison anders gestaltet sind und immer intensiver werden, damit ihr auch auf die neue Saison gut vorbereitet seid. Wir sind natürlich sehr stolz darauf, als Verband wirklich sowas anbieten zu können für alle Interessenten, alle Lizenznehmerinnen, Nehmer und auch alle Bikecard-Besitzerinnen und Besitzer und auch alle anderen Interessenten, die es natürlich gibt. Von Nachwuchs bis Master, Damen, Herren, Jungs, Mädels, in alle Richtungen und sind froh, dass wir immer wieder so viele Leute erreichen und auch ein gutes Feedback bekommen. Ich hoffe, euch bald mal bei einem von den Trainings zu sehen und wünsche euch noch ein spannendes Rennen hier bei die E-Liga. Ja, das war Jakob Drock, der MTP-Nationaltrainer des österreichischen Radsportverbandes und heute ist ja unser Themenschwerpunkt die Cycling Austria Workouts, dieses wöchentliche Rahmenprogramm, eben diese Trainingseinheiten von und mit den Nationaltrainern des österreichischen Radsportverbandes.
eine tolle Gelegenheit, um sich in der Winterzeit, in den Wintermonaten fit zu halten und da wirklich mit professionellen Trainern an der Fitness zu arbeiten. Aber es gibt auch diese Swift Rides, es gibt Zoom-Workouts, jede Menge Aktivitäten, die da vom österreichischen Radsportverband angeboten werden. Lohnt sich rein, da mal reinzuklicken auf radsportverband.at, ise-cycling-austria.at und sich hier alle Infos zu holen zu diesen Cycling Austria Workouts. So, wir sind im Rennen der Männer. Genau, wir sind im Rennen der Männer. Wir haben jetzt, vielleicht hört er uns zu, vielleicht hört er sich jetzt eine Musik an, fahren jetzt drüber, ist ein mittelhohes Tempo angeschlagen worden, ist circa eine 22-Mann-Gruppe, ist da über den Berg drüber gekommen. Und nach der Abfahrt haben wir jetzt eine 19-Mann starke Gruppe. An dieser Stelle will ich auch nochmal Danke sagen an den Team Waffler, der uns wieder da live versorgt mit Updates aus dem Rennen A. Natürlich, weil wir schalten zwischen allen drei Rennen hin und her und sind da nicht immer ganz up to date, wenn wir da kurz was verpassen an der Schlüsselstelle. Drum ist der Team Waffler, der uns da mit den Informationen versorgt. Genau, Ingo Reichert im Bild, er ja in der Amateure Masters-Klasse nach 4 von 9 Rennen an der ersten Stelle. Hinter ihm Daniel Pettinger, André Reinlein und Jürgen Pansi, das die Top 4 in der Gesamtwertung Amateure Masters. Er im Trikot von Kirchmeier Cycling, das Kirchmeier E-Cycling-Team in der Teamwertung ganz vorne und auf Rang 2 Rinkhoff Atvarix ex-Equo mit Geizhals.at. YCC Racing Team. Daniel Pettinger jetzt hier auch im Bild in der Amateure Masters Klasse auf Rang 2. Er schaut eigentlich noch ganz entspannt aus, aber wir haben letztens auch schon gesagt, Daniel Pettingers Blick ist auch ein bisschen so immer ein Pokerface. Ja, ist ein Pokerface. Lass da nie wirklich durchblicken. Also wir sind da jetzt ziemlich an flachen Abschnitt bis leicht bergab. Ist wahrscheinlich ein bisschen leichter, aber ja, er schaut so aus, als würde er gerade auch den Berg rauffahren. Also man kann das nicht einschätzen bei ihm, aber bringt natürlich jedes Mal eine super Leistung. Freut uns, dass er jede Woche oder jetzt ist jede Woche, vorher war es alle 2 Wochen da bei uns im Livestream mit dabei ist, dass er da ein bisschen einen Einblick gewährt, wie es ihm so geht. Ja, die Gruppe ist jetzt circa 19 Fahrer groß. Ich glaube, wir haben wieder alle Favoriten mit Moran Vermeulen, mit Stefan Kirchmeier, Wolfi Grenzig, da ist sogar vorne Ingo Reichert. Wen haben wir da noch alle? Ja, der Stefan Kolb, der auch fürs Team Rinkhoff Dvarix fährt und wahrscheinlich auch dann sich dem Team Kirchmeier für die E-Sports League da wieder ein paar Rennen für das Team Kirchmeier bestreiten. Genau, wir sehen im linken Bild die Lava, wir sind mitten am Vulkan, es ist sehr spektakulär. Wie ist das denn für die Fahrer, wenn die da in wirklich so einer ganz virtuellen Welt fahren, mit Vulkan, mit Lava, macht das irgendwas aus oder sagt man einfach, wurscht, ich gebe Gas, wurscht, was neben mir ist, ob da die Lava vorbeifließt oder ich mitten am Vulkan bin? Ja, es hat jetzt keinen direkten Einfluss auf die Leistung oder ob es jetzt da heiß ist oder nicht, ist natürlich virtuell. Man hat was Schönes zum Schauen, man kann sich da ein bisschen die virtuelle Landschaft anschauen, den Vulkan. Und wichtig ist es eigentlich, dass man seine Gruppe, in der man sich befindet oder wenn man alleine ist, aber auf jeden Fall in der Gruppe ist es wichtig, dass man sich in der Gruppe gut versteckt, vielleicht ein bisschen durch die Führungsarbeit mitgeht und dann so gut wie möglich Watt spart. Weil ich glaube, jetzt das erste Mal war so ein bisschen ein Abtasten, wer ist wie drauf. Und das zweite Mal jetzt den Vulkan hinauf wird sicher schon etwas schneller gefahren. Dann sind wir schon fast bei Rennmitte, würde ich so sagen. Und da wird sicher schon eine kleine Vorentscheidung herangezogen werden. Also wir werden da sicher auch einige sehen, die dann eine Attacke setzen. Vielleicht wagen wir auch dann wieder mal den Blick zum Nachwuchs, schauen uns da das Renngeschehen an. Im Nachwuchs ja in Führung Moritz Bell vor Felix Bell in der Gesamtwertung und beim weiblichen Nachwuchs ist es Marina Gurtner vor Lara Schönauer und auf Rang 3 Julia Gall, so dass die Wertung im Nachwuchs, wir sind links virtuell auch schon jetzt beim Nachwuchs
im Bilde und auch rechts sehen wir Moritz und Felix Bell mit ihrem professionellen Setup. Die beiden Brüder ja fahren aus Deutschland mit. Es ist ja so, dass man mit einer UCI-Lizenz am Start sein kann, natürlich auch im Nachwuchsbereich hier mitmachen kann, auch aus Deutschland oder eben auch mit einer ÖAV-Bikecard, die ermöglicht hier auch die Teilnahme und natürlich auch damit in die Wertung zu kommen. Genau. Und wir befinden uns jetzt das zweite Mal am Anstieg. Also für den Nachwuchs geht es jetzt ins Finale. Ich habe vorher gerade geschaut, wir haben circa eine 4-Mann-Gruppe und dahinter sind nochmal 4 Mann. Wird sich natürlich jetzt am Berg in die Länge ziehen. Beim Nachwuchs ist das jetzt schon der entscheidende Punkt, die entscheidende Rennphase. Wir werden das sicher von Moritz Bell da die ein oder andere Attacke sehen, oder er wird einfach so hohe Wattzahlen anschlagen, dass er sich da Schritt für Schritt von den anderen Fahrern absondert und da wahrscheinlich wieder alleine unterwegs sein wird. Genau, wir sind jetzt mit dem Nachwuchs am Vulkan. Es sind 20,8 Kilometer gefahren. Insgesamt sind es ja 30 Kilometer für den Nachwuchs heute zu absolvieren. 10 Kilometer damit noch bis ins Ziel für den Nachwuchs. Und wenn wir jetzt hier schauen, sehen wir Julian Katrisfajic. Er auch ganz toll immer mit dabei. Mit seinem professionellen Setup schaltet er sich auch immer zu uns in den Stream. Und ganz wichtig sehen wir den Ventilator, der natürlich bei einem E-Liga-Rennen wirklich, wirklich wichtig ist. Ja, darf auf keinen Fall fehlen. Habe ich selber die Erfahrung gemacht, die ersten Rennen ohne gefahren oder nur mit einem schlechten. War keine gute Idee. Es war eine Schweißlacke am Ende vom Rennen. Im ganzen Wohnzimmer. Keine gute Idee. Auf jeden Fall ein bisschen lüften. Ein guter Ventilator. Und dann ist das Ganze einigermaßen erträglich. Wir schauen jetzt ganz kurz, bei den Damen ist der Stand zurzeit, die Marina Gurtner ist vor der Sina Demmen und Julia Gall. Die Lara Schönauer ist da ein bisschen dahinter. Ja, bei der Gelegenheit würde ich sagen, wir spielen ein kurzes Video, was uns die Lara Schönauer zugespielt hat, ein und hören mal rein, was sie so zum Sagen hat. Hallo, mein Name ist Lara Schönauer, ich bin 14 Jahre alt, komme aus Wales und fahre beim RCR Felbermeier in Wales. Schon das zweite Jahr lang in der Kategorie Mädchen U17. Ich mache hier dieses Video, um vielleicht junge Leute zu motivieren, das bei den ÖAV-Workouts mitzumachen. Ich bin eigentlich schon seit Anfang des Lockdowns dabei und mir macht es ziemlich Spaß. Es gehört eigentlich bei mir schon zur Routine dazu, dass ich am Montag beim Mobilitätstraining mit Jakob Trock dabei bin. Am Dienstag dann ist dann der Krone Zwift Ride, einfach eine Stunde lang locker fahren in einer meist kleinen Gruppe. Am Mittwoch ist dann von 8 bis 9 Uhr das Nüchterntraining. Da bin ich leider nicht dabei, da ich Schule habe, also Online-Unterricht. Am Donnerstag ist dann entweder Core-Training oder da ist Zwift-Workout, einfach eine Stunde lang. Und am Freitag sowie am Sonntag ist kein Programm, es ist frei. Und am Samstag ist so wie heute die E-Liga. Das ist bei mir der sogenannte Auspower-Tag, einfach Vollgas. Nun, warum ich mitmache? Ich finde es eigentlich, also ich sitze zum Beispiel jetzt eigentlich den ganzen Tag nur vom Computer und tue nichts. Und deshalb finde ich das eigentlich eine gute Möglichkeit, sich zu bewegen. Das war Lara Schönauer vom RCA Böfelbermeier Wels U17-Kategorie-Fahrerin Lara Schönauer. Und es ist richtig toll zu sehen, wie sie motiviert ist, wie sie diese Cycling Austria Workouts regelmäßig bestreitet. Neben Homeschooling, Lockdown in diesen Zeiten ja auch für die Jugend alles andere als leicht. Und der österreichische Radsportverband hat da gemeinsam mit den Nationaltrainern ganz eine tolle Geschichte aufgestellt, um auch die Jugend motiviert und fit zu halten und ein bisschen auf andere Gedanken zu bringen, neben Lockdown und Homeschooling. Ja genau, ich kann es jedem ans Herzen legen, dass man das nützt. Also es ist eine super Plattform, um sich auch mit den anderen zu treffen, um eben virtuell seine Sporteinheiten, Trainingseinheiten zu absolvieren und da auch ein bisschen Motivation zu tanken.
Wir sind jetzt bei den Männern. Wir haben den Alex Eigner vom Team Mauro Italia im Bild. Gewährt uns da auch einen schönen Einblick ins Wohnzimmer. Haben wir auch schon mal mit dabei gehabt. Schaut, ja, sehr anstrengend aus, weil natürlich wir sind das zweite Mal im Anstieg den Vulkan hinauf und sehen da Moran Vermeulen, der sich da absetzt. Genau, Moran Vermeulen vom Team Felbermeier Simplon Wels. Ganz tolle Bilder, die wir hier von ihm sehen. Er ist ja aktuell in Frankreich am Trainieren und hat hier natürlich auch gesagt, er ist trotzdem mit dabei bei der E-Liga, denn er will sich hier auch diesen Gesamtsieg noch schnappen von Stefan Kirchmeier. Das ist auf jeden Fall die Motivation. Und Moran Vermeulen, man sieht in seinem Blick, man sieht, er will heute alles, er ist top motiviert. Letztes Mal hat es ja glaub nicht gereicht für den Sieg, aber heute ist er wahrscheinlich dreifach motiviert, um hier den Stefan Kirchmeier vielleicht doch noch abzuhängen. Ja, ich glaube, der Moran versucht vielleicht die Entscheidung etwas früher herbeizuholen, auf jeden Fall das Feld zu dezimieren. Also es schaut sehr gut aus, also er setzt sich da schon dementsprechend ab. Natürlich hinten sehe ich, hat sich da eine Gruppe gebildet. Wenn die dann ein bisschen zusammenarbeiten, wenn der Berg flacher wird, können die wieder vom Windschatten profitieren. Aber natürlich, ich bin ein Typ, dem gefällt eine aggressive Fahrweise, wenn man in die Offensive geht, nicht bis zum Ende abwartet. Und ich glaube, das hat sich der Moran heute gesagt. Du, schau, ich probiere es vorher. Wenn dann das Internet ausfallen sollte und ich habe so viel Abstand, kann man das auch nichts mehr schaden und ich bringe das Ding nach Hause. Also wir halten ihm da auf jeden Fall die Daumen. Alles Gute für Moran Vermeulen. Erst vor 2 Wochen hatte er sich ja die Bronzemedaille bei den österreichischen Staatsmeisterschaften im Cyclocross geholt. Also wirklich ein vielseitiger Fahrer, nicht nur in der E-Liga ganz vorne mit dabei, sondern auch bei den Live-Rennen eben zuletzt seine tolle Form in Niederösterreich bewiesen bei den österreichischen Meisterschaften Moran Vermeulen. Ich würde sagen, wir schauen jetzt ganz kurz zum Nachwuchs, weil da haben wir ja nicht mehr viele Kilometer bis ins Ziel. Jetzt sehen wir hier noch ganz kurz Stefan Kirchmeier von der Männer-Elite, der Gesamtführende der E-Liga ja aktuell. Und über Moran Vermeulen haben wir jetzt ganz kurz die Feder gesehen. Ja, das ist ja sozusagen ein Goodie, ein Bonus, der einen ein bisschen leichter macht. Er legt nochmal alles in die Waagschale und versucht seine Attacke nochmal besser zu forcieren und alles rauszuholen. Wir werden dann wieder zurückschalten. Wir sind jetzt wieder beim Nachwuchs. Werden dann vom Team Waffler natürlich die Updates, wie es dann bei der Bergwertung ausschaut, bekommen. Aber sind jetzt wieder live beim Nachwuchs und schauen, wie es da ausschaut. Knapp 5 Kilometer sind es noch bis ins Ziel. Der Nachwuchs fährt ja heute knapp 30 Kilometer bei diesem 5. Rennen der E-Liga. Wir sind im Wohnzimmer bei Julia Gall. Sie ja aktuell 3. in der Gesamtwertung beim weiblichen Nachwuchs nach 4 von 9 Rennen. Wir sind in der Mitte der E-Liga, wir sind mittendrin. Es gibt jetzt da noch 4 Rennen, die vor uns liegen nach dem heutigen und 4 Rennen haben wir bis heute schon absolviert, also in der Halbzeit. Es ist spannend, alle wollen vorne mit dabei sein, natürlich um sich diesen E-Liga-Titel zu holen, die E-Liga 2020-2021. Ja, die Spitzengruppe hier, wenn wir das so sehen, ist stark in deutscher Hand. Ich glaube, wir haben da auch 1, 2 Österreicher dabei. Ja, der Aiden Jordan ist da in der Verfolgung. Ich glaube, bei mir wird sich das gleich updaten, dann werden wir da ein genaues Update haben, wie es ausschaut. Ja, natürlich ist mit die Bell-Brüder wieder zu rechnen, aber natürlich, wir sind gespannt, vielleicht gibt es da die ein oder andere Überraschung und ja, es wird vielleicht den Sieg für die Bell-Brüder streitig gemacht. Wir werden dann wieder bei ihnen ins Wohnzimmer reinschauen. Ich sehe da hinten auf unserer Wand, ja, die 2 treten brav, sind da voll dabei. Hier genau. Im Bild haben wir jetzt noch gesehen, Felix Rützler, auch er hat sich heute erstmals zu uns in den Livestream geschalten, freuen uns sehr. Alles Gute, Felix, hier im Nachwuchsrennen und wir sind bei den Führenden und zwar wir sind bei Moritz und Felix Bell, den Führenden in der Gesamtwertung, aber heute müssen sie Gas geben, dass sie vorne mit dabei sind. Ja, also das Rennen ist noch komplett offen, freut uns natürlich, ist auch spannend. Ja, vielleicht hat sich da
Der Moritz hat gesagt, er taktiert ein bisschen. Vielleicht hilft er auch seinem Bruder, weil ich glaube, er hat einen guten Vorsprung in der Gesamtwertung. Vielleicht arbeiten die zwei da zusammen und er führt seinen Bruder da so zum Sieg. Wäre natürlich auch eine tolle Sache. Wir lassen uns überraschen. Wissen jetzt nicht, wie es taktisch, was sie sich da ausgemacht haben. Aber natürlich, die beiden können auch ja nicht mal mit Headsets, sondern die können face-to-face miteinander reden, können fragen, wie es dem anderen geht und was er vorhat. Wie war das bei dir so wie in deinem Anfängen, in deiner Radsportkarriere? Du warst irrsinnig lang als Profi im In- und Ausland erfolgreich unterwegs. Da hat es dieses E-Cycling noch nicht gegeben. Wie hast du begonnen? Ja, da hat es noch nicht gegeben. Ich glaube, ich hätte mich da auch gar nicht ausgekannt. Das ist eher Wahnsinn, was die Jugend und der Nachwuchs, wie die da schon mit den ganzen technischen Sachen, wie sich die da auskennen. Ja, es hat es noch nicht gegeben. Bei mir war das so, ja, nach der Schule einfach mal ins Radstadion, ins Ferritussiger Stadion, dort auf der Bahn ein paar Runden gedreht, dann wieder nach Hause, Hausübungen gemacht. Und ja, war auch eine tolle Sache. Hat mich auch sehr geprägt. Und hat auch sehr viel zu meiner Karriere dann beigetragen, diese Trainings. Natürlich bin ich auch am Hometrainer, also damals noch ein Standergometer gesessen. Und ja, jetzt natürlich ist die Technik, hat einen Fortschritt gemacht. Man kann am eigenen Rad sitzen, ist auch wie ein Ergometer, nur man hat seine Geometrien. Also ist natürlich sehr toll und freut mich für die Burschen, dass sie da so tolle Möglichkeiten haben. Okay, wir hören jetzt gerade aus der Regie, danke an Martin Otto, Aiden Jordan ja im Nachwuchsbereich bei uns unterwegs, haben ihn voll richtig motiviert gesehen, jetzt ist aber offenbar vom Rad gestiegen, wir sind gespannt, was er uns, vielleicht lasst er uns da eine Nachricht zukommen, was da vorgefallen ist, wir hoffen natürlich kein technischer Defekt oder dass es vielleicht gesundheitlich ihm heute nicht so gut geht, auf jeden Fall alles Gute an ihn. Wir haben noch knapp 2 Kilometer bis ins Ziel, dann ist der Nachwuchs hier durch oder beziehungsweise der Führende, die Führende des Nachwuchs im Ziel. Wir sind bei Moritz und Felix Bell. Ja, du hast es angesprochen, es gab noch nicht dieses E-Cycling, als du begonnen hast. Aber natürlich, das entwickelt sich alles weiter. Es gibt die sozialen Netzwerke, im technischen Bereich entwickelt sich viel und wahrscheinlich auch für den Nachwuchs eine gute Möglichkeit, hier zwischen dem Homeschooling ein bisschen eine Einheit auf dem Hometrainer, auf der Rolle hier zu absolvieren. Genau, man hat keine Anfahrtswege, man spart sich da einiges an Zeit, man macht sich fertig, bereitet sein Setup vor, setzt sich auf den Smart Trainer und kann da seine 1, 2, 3 Stunden runtertreten, geht duschen, ist zu Hause und kann dann wieder ja, für die Schule was machen, für die Uni, je nachdem. Und hat da eben diesen Zeitfaktor, dass man da Anfahrt- und Abfahrtszeit berechnen muss, nicht dabei und kann innerhalb von kurzen 1 bis 2 Stunden da wirklich ein sehr intensives und gutes Training durchführen. Genau, auch für die Eltern dann vielleicht eine kleine Erleichterung. Also wir haben gesehen, sie werden alle unterstützt von den Eltern, sei es als Betreuer oder wie bei Mario Rettegi, dass da auch mitgefahren wird, mit unterstützt wird. Also die Eltern dann nicht als Taxi unterwegs zu den verschiedenen Trainingsstätten, sondern man kann im Wohnzimmer fahren, man kann auf der Rolle hier dieses Rennen bestreiten. Ja, 1 Kilometer ist es noch bis zum Ziel. Ja, es ist jetzt hauptsächlich mal bergab gegangen. Jetzt geht es dann noch einmal einen Schupfer hinauf, wird dann wieder flacher. Und ja, wir sind jetzt im Zielnähe, wir sind wirklich im Finale. Es geht jetzt dann nochmal ein Stückchen runter und flach. Und ja, ich bin gespannt, wie das Rennen ausgeht. Ist ja noch sehr kompakt zusammen. Es sind da jetzt 4 Fahrer in der Spitze und wir sehen da, dass der Sprint lanciert wird bei den Bell-Brüdern. Moritz Bell geht aus dem Sattel, gibt da alles. Meine Damen und Herren, liebe Zuschauer, jetzt wird es richtig spannend beim Nachwuchs. Auch Julian Katrisfaric gibt Gas, es sind die letzten Meter mit diesem Ziel. Da haben wir den direkten Vergleich jetzt von einem zum anderen geschalten. Da noch einmal direkt ins Ziel. Ja, Moritz Bell hat das Ding nach Hause gefahren. Gratulation, wirklich sehr stark. Toll, wie man da den direkten Vergleich, wie es wenn die Burschen wirklich im Zielsprint, im Massensprint oder Sprint aus der kleinen Gruppe. Wahnsinnsleistung, sind jetzt sein Ziel. Auch der Felix Bell war
Wahnsinnsrennen. Wir werden gleich das Ergebnis, das inoffizielle, bekommen. Alle offiziellen Ergebnisse dann auf ecycling.at. Genau, also Moritz und Felix Bell sind im Ziel. Wir haben auch Julian Katris-Fajic auf den letzten Metern gesehen. Unglaubliches, was der Nachwuchs hier heute auch wieder geleistet hat. Natürlich alle gesicherten und offiziellen Ergebnisse gibt es dann unter e-cycling-austria.at. Denn es ist natürlich wichtig, in der E-Liga des österreichischen Radsportverbandes diese sogenannte SADA, Swift Anti-Doping Agency, Transparenz der Leistungsaufzeichnung. Es ist ganz wichtig, hier den Fokus auf Fairness, Transparenz und Nachvollziehbarkeit zu legen. Und das beginnt natürlich auch schon beim Nachwuchs. Da wollen wir faire, sichere Ergebnisse, und die gibt es dann im Laufe des Tages alle zum Nachlesen auf www.i-cycling-austria.at. Wir bleiben aber noch beim Nachwuchs. Wir schauen, vielleicht kriegen wir da nochmal ein Bild. Und zwar haben wir ja auch noch unsere Mädels, den weiblichen Nachwuchs, den wir sehen wollen. Hier ja ganz vorne Marina Gurtner, Lara Schönauer und Julia Gall. Da wollen wir vielleicht den Blick noch werfen. Vielleicht sehen wir auch sie hier noch auf den letzten Metern, den weiblichen Nachwuchs. Ansonsten im Bild haben wir jetzt mal Kathi Machner, die hier eigentlich jetzt bei der Hälfte circa ist, hier beim Elite-Rennen der Damen. Ja, wir haben die Damen da auch im Anstieg. Ich glaube, der Nachwuchsmädels, die brauchen noch ein bisschen, werden ins Ziel kommen, werden dann aber auch rüberschalten, weil wir natürlich auch sie nicht vernachlässigen wollen und auch zeigen, was da so abgeht. Bringen ja auch eine wahnsinnig tolle Leistung. Ich habe da nur am Schirm, dass die Marina Gurtner da vorne ist, vor der Sina Temmen und Anja Bergtaler und Lara Schönauer. Genau, Marina Gurtner ist jetzt hier im Bild. Wir sehen sie, ist eben in der Kategorie Nachwuchs unterwegs, genauso wie Julia Gall, ist hier mit dabei, und eben auch die Lara Schönauer. Von ihr haben wir ja auch schon ein Video heute gesehen, wo sie sich zu den Cycling Austria Workouts geäußert hat. Also hier wird es auch spannend, die Entscheidung beim Nachwuchs. Ja, genau, und sie ist da immer noch auf der freien Rolle, wie wir das schon angesprochen haben, unterwegs. Ja, ist eigentlich nicht so üblich, aber finde ich total toll, ist extrem wichtig auch für die Technikbalance. Und ja, unter voller Belastung knapp 40 Minuten da auf der freien Rolle zu fahren. Wirklich Respekt, in dem Alter sieht man nicht so oft. Sie macht das echt super. Ist keine leichte Sache. Genau, vielleicht sehen wir auch dann noch, links haben wir ja die Damen jetzt im Bild. Vielleicht haben wir auch noch ein Bild von den Mädels, was den Nachwuchs betrifft. Wie gesagt, Nachwuchsburschen, ja, die Spitze schon im Ziel. Mit Moritz und Felix Bell und auch Julian Katris-Fahisch haben wir hier ganz vorne mit dabei gesehen. Ja, vielleicht nützen wir ganz kurz die Zeit. Wir haben ja über deine Anfänge schon gesprochen, eben dass das zwischen der Schule so ein bisschen begonnen hat. Wie ist es dann weitergegangen bei dir? Ja, also ich bin dann meine ersten Jahre für Tirol gefahren, also auch von Wien weg fürs Tirol Cycling Team. Habe dann nach meinen 4 Jahren U23 den Sprung ins Ausland geschafft, nach Italien, bin dort bei einem kleinen Farmteam vom Team Cannondale 2 Jahre gefahren und habe mir dann mit guten Leistungen und Erfolgen meinen ersten Profivertrag gesichert. Durfte dann schon 2012, muss ich nachdenken, ist schon ein bisschen her, am Ende der Saison bei den Profis ein paar Rennen mitfahren, reinschnuppern. Bin da ja ganz gut eingestiegen und habe dann einen 2-Jahres-Vertrag bekommen. Und so hat dann eigentlich die Karriere im Ausland bei den großen Team gestartet. Und ja, ich blicke immer wieder gern zurück. War eine tolle Zeit, was ich auch auf keinen Fall missen will. Da bist du ja auch an der Seite von wirklichen Größen gefahren. Mir fällt jetzt ein Name ein, Ivan Basso zum Beispiel. Wie war das für dich so als junger Profi? Ja, mit Ivan Passo waren wir jedes Jahr bei der Österreich-Rundfahrt. War natürlich eine tolle Sache, mit so einem Superstar an der Startlinie zu stehen, für ihn arbeiten zu dürfen und natürlich dann auch noch bei seinem Heimrennen. Ja, war eine super Sache, auch mit Peter Sagan, Damiano Caruso, Elia Viviani jahrelang zusammengefahren. Also
ja, wirkliche Größen. Ich muss immer wieder sagen, bin wirklich total froh, dass ich diese Chance bekommen habe, auch genutzt habe. Und es war einfach eine unvergessliche Zeit und ich würde es wahrscheinlich genau wieder so machen, wenn ich die Chance hätte. Auch wahrscheinlich interessant für alle Eltern, die uns heute zuhören oder natürlich auch den Nachwuchs, der hier zuschaut im Stream, wieso der Matthias Gritzek seine Karriere gestartet hat, international und national erfolgreich, zuletzt mit dem Team Felbermayr Simpl und Wels. Aber ich muss sagen, ich bin froh, dass du aufgehört hast, sonst würdest du heute nicht hier sitzen. Also und wärst hier der Experte an meiner Seite. Freue mich sehr, dass der Matthias heute wieder mit dabei ist. Wir schauen jetzt nochmal wieder kurz ins Rennen und zwar schauen wir zu den Damen und sehen hier Sarah Berntaler im Bild. Auch sie eigentlich, es sind 24,4 Kilometer, das heißt, es sind etwa noch ein bisschen so 17 Kilometer bis ins Ziel für die Damen und die Herren. Was sagst du zu Sarah? Ja, sieht sehr gut aus. Natürlich, wir sind jetzt in der Abfahrt. Sie haben das zweite Mal den Vulkan bezwungen. Jetzt heißt es ein bisschen ausruhen. Man kann auch, ja, wenn es so über, also 4% bergab geht, kann man auch die Beine oft einmal hängen lassen und man bleibt in der Gruppe drinnen. Das heißt, man kann da wirklich mal durchschnaufen, was eigentlich sehr selten ist bei Swift, weil man muss eigentlich die ganze Zeit durchtreten und das mit sehr hohen Wattzahlen oder in einem sehr hohen Bereich. Das heißt, die Fahrer werden das jetzt genießen, werden einen Schluck Wasser nehmen, werden vielleicht noch ein Gel nehmen, weil jetzt ist dann wirklich die entscheidende Phase, wo es dann das dritte Mal raufgeht und ja, das nach der Bergwertung am Vulkan oben geht es eigentlich nur mehr runter und dann schnurstracks ins Ziel. Ja, wenn man da ein paar Meter Rückstand hat oder ein kleines Loch aufgerissen, ist das extrem schwierig, das wieder zuzufahren. Weil du vorher gerade Elia Viviani angesprochen hast, ich glaube es war 2017, wo ich mit ihm gesprochen habe bei der Österreich-Rundfahrt. Er ist ja ein richtiger Fan von Österreich und fährt immer sehr gerne mit hier, da war gerne mit dabei, auch natürlich bei der Österreich-Rundfahrt. Um jetzt so ein bisschen eine Überleitung zu schaffen, Österreich als Radsportland, wir haben es jetzt auch im Lockdown gesehen, immer mehr Fahrräder wurden verkauft. Es war eine unglaubliche Begeisterung für den Radsport da und das geht natürlich hoffentlich auch weiter, weil Radfahren, das ist erlaubt und das ist natürlich auch jederzeit möglich. Und wir haben ja heute ein Special und zwar der ÖAV Bike Guide. Hier hat der österreichische Radsportverband jetzt eine Interessensvertretung gegründet, um diesen Bike Guide ein bisschen populärer zu machen. Nämlich für das Land Österreich und auch vor allem für die Tourismusbetriebe ist es natürlich ganz interessant, wenn man zum Beispiel jetzt in einem Hotel oder so diesen Bike Guide seinen Gästen anbieten kann, weil es soll eben garantiert sein mit einem Bike Guide, der eben diese geführten Mountainbike- und Radtouren macht, dass es eine hohe Qualität gibt, eine hohe Qualifikation. Und da setzt sich der österreichische Radsportverband natürlich dafür ein. Für euch als Profis war es immer super, ihr habt jetzt die Teammitglieder, ihr habt jetzt Freunde, die auch Radsport begeistert sind. Aber für so, sage ich jetzt mal, Touristen, die nach Österreich kommen, ein bisschen was von der Landschaft sehen wollen, aufs Rad steigen wollen, natürlich mit einem geführten Guide, der sich in der Gegend und der sich auch natürlich in seinem Fachgebiet auskennt, was ganz Tolles, oder? Ja, eine super Sache und ja, neben der Bike Card eben jetzt der Bike Guide auch. Alle Informationen da auch auf öav.at. Kann man sich alles abrufen und auch online ausfüllen. Und ja, schaut euch das an. Ist eine super Sache. Und wir gehen jetzt kurz in die Werbung zu Flyer Alarm über und dann sind wir gleich wieder live da. Flyer Alarm. Der Pionier des Online-Drucks ist an deiner Seite. Mit Druckprodukten vom Flyer bis zum kompletten Messestand in über 3 Millionen Varianten. Mit Overnight hältst du deine Drucksachen schon am nächsten Tag in Händen. Wir machen dein Business erfolgreich. Wir drucken deine Welt. Flyer Alarm. Wir sind zurück. Vielen Dank an Flyer Alarm, unseren Premium-Partner des österreichischen Radsportverbandes. Nicht nur bei der Österreich-Rundfahrt ein ganz wichtiger und toller Partner. Nicht zuletzt das Trikot des Gesamtführenden, gesponsert von Flyer Alarm, aber auch bei der E-Liga wirklich ein verlässlicher und toller Partner. Vielen Dank
ein Flyer-Alarm. Und wir sind jetzt zurück im Rennen der Herren und wir sehen Daniel Pettinger jetzt nicht mehr wirklich mit dem Pokerface, sondern wirklich hier am Leiden, am Beißen. Daniel Pettinger ja aktuell in der Wertung der zweiten Stelle in der Amateure Masters-Klasse. Und ich glaube, du hast aktuelle Infos vom Team Waffler aus dem Rennen. Genau, ich habe ein paar aktuelle Infos. Also wir sind jetzt schon das dritte Mal den Berg rauf. Also ist die heiße Phase da schon am Laufen. Und es hat sich eine Gruppe abgesetzt mit Kirchmeier vor Rapp und Vermeulen. Und Kirchmeier hat kurz vor der Bergwertung nochmal attackiert. Ich glaube, die sind jetzt da zu dritt oder zu viert vorne. Ja, es ist wirklich extrem hart, extrem schwierig. Also man sieht es auch das dritte Mal darauf. Kein Zuckerschlecken. Ja, Hagenas ist auch noch vorne mit dabei, höre ich gerade. Wir werden jetzt dann reinschauen, jetzt sind wir in der Abfahrt. Wir sehen da Moran Vermeulen vom Team Felbermayr Simplon Wels, der da kurz die Beine hängen lässt, kurz nochmal durchschnauft, weil wir sind wirklich ganz kurz vor der Zieleinfahrt. Wir haben jetzt noch knapp 4 Kilometer und sind jetzt gespannt, wie es da taktisch weitergeht. Genau, es geht Schlag auf Schlag. Hier bald auch der Zieleinlauf der Herren. Hier im Bild jetzt Moran Vermeulen. Er stärkt sich hier nochmal auf den letzten Kilometern. Glaube ich, ein Gel nimmt er da zu sich. Ja, wie schon angesprochen, das letzte Gel. Sehr Wahnsinn. Er damit extrem viel Laktat in den Beinen. Kann er noch trinken und essen? Ja, jetzt kurz nochmal durchschnaufen. Ich sehe jetzt, da ist wieder ein Fahrer von hinten aufgeschlossen. Man sieht auch immer wieder Fahrer, wie schon angesprochen, bei dem ersten Stück der Abfahrt, die entgegenkommen, die noch die Bergwertung passieren müssen. Und ja, die sehen die Spitzenfahrer und wissen, ja, okay, die haben einen kleinen Vorsprung. Wird sich nicht mehr ganz ausgehen, in die letzten 4 Kilometer das bis ins Ziel zu schließen. Wir haben schon angesprochen, nicht nur der Nachwuchs, nicht nur Amateure, Masters, Elite ist dabei, sondern man kann auch dabei sein mit der ÖAV Bikecard. Und wir haben heute jemanden auch hier im Livestream, und zwar Walter Tamas, der hier wirklich einer der Ersten war, der sich via Zoom zu uns geschalten hat. Und auch er radelt hier fest mit, ist hier fest mit dabei. Und das ist eine ganz tolle Sache. Er ist ja mit der ÖAV Bikecard mit dabei, für das Tree-Team Musketiere sozusagen am Start. Jahrgang 1958, ich habe es nachgeschaut, ja, weil es mich wirklich interessiert hat. Ganz, ganz tolle Sache, dass hier nicht nur die Jugend, die Profis mit dabei sind, sondern jung und alt hier mit dabei, und er ist wirklich gut dabei. Ja, er war schon bei den letzten Rennen dabei, jedoch ohne Kamera, genau. Und es freut uns, er war einer der Ersten, der heute seine Kamera eingeschalten hat. Also wir haben sein ganzes Aufwärmprogramm mitverfolgen können. Und natürlich holen wir ihn da ins Bild, weil es freut uns, dass wirklich von alt bis jung, also von, ja, die 10-Jährigen bis über 60 da dabei sind, ist eine tolle Sache. Und er hat sich da auch sein Kammerl eingerichtet und ja, seine Pain Cave, sein Schwitzkammerl, und tritt da fleißig in die Pedale. Genau, wir sind kurz vorm Zieleinlauf. Es sind etwa noch 2 Kilometer bis ins Ziel und wir sehen hier eine große Gruppe und richtig schnell sind die unterwegs. Ja, also jetzt in der Abfahrt sind einige Fahrer wieder von hinten zugerollt. Wir haben jetzt eine 16-Mann starke Gruppe und ja, das Tempo ist ein bisschen rausgenommen worden. Vielleicht schließen das sogar noch ein paar Fahrer von hinten auf, die natürlich jetzt ein bisschen mehr Kraft aufwenden müssen, dass sie da in der Abfahrt ranrollen. Aber wenn sie mal dann drin sind und in dem ganzen Sog, können sie sich vielleicht bis zur Ziellinie noch ausholen. Wir haben jetzt knapp 2 Kilometer noch. Und ja, es wird ein Sprint von einer 16, 17 Mann großen oder starken Gruppe. Wir sind da echt gespannt, wer das taktisch und von den Beinen her noch am besten macht. Ja, mit Ingo Reichert jetzt im Bild, der da ganz locker noch reintritt. Wird gleich nicht mehr so locker ausschauen, wenn es dann im Finale ist. Genau, jetzt Ingo Reichert hatten wir im Bild und vielleicht können wir auch noch mal ganz kurz, also hier sehen wir Hermann Grabmeier fürs AB Wien Energie Rösler und Co. Team in der Amateure Masters-Klasse. Liebe Grüße auch an ihn, und vielleicht können wir auch zu Max Kuhn schalten vom Team Felbermayr Simplon Wels. Der Kufsteiner, auch heute hat er sich wieder hier eingeschalten zu uns. Vom Team Vorarlberg natürlich, danke dafür. Und man sieht auch sein Zeichen Max Kuhn, seine neue Marke, wo er sich so auf dieses
Trainingscoaching ein bisschen so etablieren möchte. War ja bei Österreich Tritt am Rad mit dabei, Max Kuhn und vom Team Vorarlberg auch heute hier wieder bei der E-Liga am Start. Ja, ich sehe, er hat da sogar seinen Zeitfahranzug an, seinen Body, also extra aerodynamisch hat er alles rausgeholt. Wir werden jetzt schauen, wie es ihm da geht. Ja, die Gruppe ist, glaube ich, sogar noch ein bisschen größer geworden. Es schaut mir jetzt sehr danach aus, dass ziemlich taktiert wird. Keiner will in die Führung gehen. Es werden zwar schon die ersten Power-Ups eingesetzt. Und ja, jetzt geht es dann nochmal kurz den Hügel rauf und dann sind wir schon auf der Zielgeraden. Es wird verdammt spannend. Spannendes Finale hier bei den Herren beim 5. Rennen der E-Liga des österreichischen Radsportverbandes im Bild. Max Kuhn, Profi im Team Vorarlberger, Vorarlberg, der Tiroler hier auch auf den letzten Metern und der geht aus dem Sattel, gibt jetzt richtig Gas, genauso wie Moran Vermollen vom Team Felbermeier, Simpel und Wels. Hier wird wirklich alles gegeben auf den letzten Metern bis zum Ziel. Ja, es fliegen da jetzt die Power-Ups, jeder hat da ein Zeichen über sich. Von Drafting bis Aero-Helmet. Und ja, jetzt sind wir im Ziel. Wir haben die ersten nicht gesehen. Jetzt werden wir gleich, jetzt hat es kurz gestockt. Wir werden gleich dann mal ein inoffizielles Ergebnis reinkriegen. Ja, es war spannendes Finale hier heute bei den Herren. Ja. Auf jeden Fall alle ausgebauert. Wir sehen da gerade den Ingo. Also ist da voll ausgebauert. Genau, wir hören gerade das vorläufige Ergebnis. Unglaublich, Ingo Reichert hat sich hier den Sieg beim 5. Rennen geholt. Natürlich alles hier inoffiziell, aber das von unserer Regie hier. Ingo Reichert vom Kirchmeier E-Cycling-Team, natürlich ein Teamkollege vom Stefan Kirchmeier, ist hier vorne mit dabei, hat sich den Sieg auch geholt heute im 5. Rennen. Erstmals er, das Kirchmeier E-Cycling-Team, ja in der Teamwertung auch ganz vorne. Er fährt in der Masters-Klasse, Ingo Reichert, Amateure Masters. Wir haben es vorher schon angesprochen, ist er ja in der Gesamtwertung der Führende und hat heute nochmal wirklich alles gegeben. Ganz tolle Leistung. Ja, sehr tückisches Ziel, weil dieser kleine Anstieg dann durch den Tunnel durch und dann gleich ins Ziel. Ja, mit einer kleinen Steigung. Also es war wirklich sehr tückisch und ja, der Erste, der attackiert hat, war der Martin Mugerli, kurzer Nachtrag. Und dann sind natürlich die anderen Fahrer nach, haben den Windschatten ausgenutzt und haben da auch ihre Power-Ups alle fleißig eingesetzt, die sie aufgespart haben. Und ja, es ist richtig zur Sache gegangen. Vielleicht können wir dann nochmal kurz reinschauen, ein kleines Review machen. Und ja, auch bei den Herren das 5. Rennen beendet. Jetzt sind noch die Damen auf der Strecke, wo wir dann gleich wieder rüberschalten werden. Vielleicht dann noch ein kurzes inoffizielles Ergebnis, was ich gesehen habe. Inoffiziell noch Rapp, wahrscheinlich auf der 3. Position. Werden wir dann alles genau noch sehen. Auch Daniel Pettinger ist fertig hier mit dem 5. Rennen der E-Liga. Und wir sehen hier jetzt im Bild noch die Herren, aber werden dann aber in Kürze zu den Damen schalten, weil natürlich auch hier der Zieleinlauf der Damen bald erfolgt. Das war ja die 3. Kategorie, die heute gestartet ist, und zwar die Damen, nicht nur die Elite, sondern auch Amateure, Master und die Bikert natürlich am Start. Und wir sehen jetzt hier Kathi Machner im Bild und die greift jetzt hier richtig an, denn die will sich heute wieder den Sieg holen, nachdem sie letztes Mal an Fiona Schröder abgeben musste. Ja, sie sind jetzt das letzte Mal den Vulkan hinauf, den Anstieg. Ja, und sie will es jetzt einfach so wie die Fiona Schröder machen. Sie will jetzt nichts anbrennen lassen, versucht sich da abzusetzen und schon eine kleine Vorentscheidung da herauszufahren. Natürlich, sie auch in der professionellen E-League für das Canyon E-Sports Team da neu dazugekommen und dann war eben letzte Woche das erste Rennen, wo sie nicht ganz oben am Stocker gestanden ist. Das hat sie wahrscheinlich verdammt geärgert und ich glaube, das will sie heute umso mehr gut machen und zeigen, dass sie das Trikot zurecht trägt und in einem oder in dem besten E-Sports Frauenteam dabei ist.
Genau, Fiona Schröder ist dir nach wie vor auf den Fersen. Die Deutsche Kathi Machner in der Gesamtwertung ja immer noch auf Platz 1, was die Damen-Elite-Wertung betrifft und dahinter Fiona Schröder aus Deutschland. Wir schauen 34,3 Kilometer die Damen absolviert. Das heißt, wir haben hier etwa noch 7 bis 8 Kilometer bis ins Ziel. Insgesamt sind es ja 42. Ja, Fiona Schröder wieder mit dem Angriffsblick, die gibt hier nicht so leicht auf. Ja, die lässt sich da sicher nicht abschütteln, wahrscheinlich auch noch motiviert vom Sieg von der letzten Woche, den sie ja da wirklich in bravouröser Manier rausgefahren hat. Ja, wird vielleicht die Kathi sich da ein bisschen ausbauen lassen, dann vielleicht dann wieder anschließen, wir wissen es nicht, es ist hinten eine drei Frauen starke Gruppe, die natürlich dann wieder den Vorteil hat, dass sie zusammenarbeiten. Gerade in der Abfahrt sind dann einmal 10 Sekunden, die man am Berg sich schwer rausfährt, sind dann mal schnell wieder weg, wenn hinten dann drei Mädels zusammenarbeiten. Ja, Fiona Schröder aus Deutschland, auch sie hat da ein Trikot an, das wir sogar, also wir sehen sie in live, aber auch virtuell, dieses Swift-Trikot von Saris ist es, an, ja, das sie live trägt. Aber eben auch im Stream, sie eine, was das E-Cycling betrifft, ein richtiger Profi, schon sehr viele Rennen absolviert, auch auf Swift. Es sind noch 7 Kilometer bis ins Ziel bei den Damen. Ja, also wir sind jetzt da kurz vor der Bergwertung. Ja, wir werden schauen, es ist jetzt, die Kathi Machner hat jetzt gute 12 Sekunden Vorsprung auf die Verfolgergruppe mit der Fiona Schröder. Wen haben wir da noch? Kraut ist dabei und Berntaler. Ja, das ist auch eine sehr starke Gruppe. Also wenn die zusammenarbeiten, bin ich mir fast sicher, dass sie den Abstand da wieder verringern können. Aber ja, gefällt mir natürlich, dass die Kathi da heute in die Offensive geht. Also wir haben da einen regen Schlagabtausch. Und ja, jetzt schauen wir uns noch an, wie sie da rauffahren. Immer wieder kurze Flachstücke, auch da mit Holz ausgelegt und dann sind wir schon fast ganz oben am Vulkankrater angelangt. Wir sind virtuell am Vulkan, aber natürlich dank der Smart-Rolle wird das alles auch auf den Fahrer übertragen, die verschiedenen Bodenbelege auch. Teilweise ist man dann wirklich wie, als würde man live den Vulkan hinauffahren. Wahrscheinlich ist es nur nicht so heiß im eigenen Wohnzimmer, wobei du gesagt hast, wenn man da nicht den richtigen Ventilator am Start hat, wird es da auch schon ganz schön heiß und wie in einer Sauna. Wir bekommen hier das vorläufige Ergebnis der Herren. Die Kontrolle erfolgt natürlich noch genau und alle gesicherten Ergebnisse gibt es dann unter www.i-cycling-austria.at. Aber das vorläufige Ergebnis ist, Ingo Reichert hat gewonnen. Ganz toll, Max Kuhn auf der zweiten Stelle, dann vor Jonas Rapp, Stefan Kirchmeier, Moran Vermollen, Matti Mugerli, Jürgen Pansi und Patrick Hagenas. Also ganz, ganz starke Leute in den Top 8. Auch heute war es, vor allem heute, finde ich, war es ein sehr spannendes Finale, weil alle ziemlich zusammen waren. Ja, also wir haben da auch, wir waren ja live bei Max im Wohnzimmer, der hat da eigentlich ziemlich lang gepokert, weil, ja, vielleicht ein bisschen irritieren lassen, dass er so spät angetreten hat, aber alles, fast alles richtig gemacht, also da am zweiten Platz, tolles Ergebnis, ich glaube, sein bestes Ergebnis bei der jetzigen E-Liga, also Respekt auch und Gratulation von unserer Seite. Ja, bei den auch noch nicht offiziell, bei den Junioren, Felix Graf, der sich da inoffiziell den Sieg geholt hat. Auch eine super starke Leistung. Und ja, alle Ergebnisse, das war jetzt nun mal vorläufig, inoffiziell. Also bitte prangen das nicht an, wenn da was nicht passt. Einfach dann nochmal nachschauen, wenn alles kontrolliert wird, wenn alle Leistungsdaten ausgewertet wurden und das okay gegeben wird. Wir haben gerade gesehen bei Kathi Machner, die Feder war bei ihr angezeigt und zwar das Power-Up. Das heißt, sie war jetzt hier ein bisschen leichter, wahrscheinlich auch gerade an dieser Stelle nicht ungut, wenn man da ein paar Kilo leichter sozusagen virtuell wird. Ja, ja, es war da gerade das letzte Stück dann nochmal 10%, also genau richtig eingesetzt. Die Feder, dass sie dann nochmal das letzte rausholt, da ein bisschen weniger Watt treten muss. Und ja, sie super Leistung, sie hat jetzt 17 Sekunden Vorsprung, also schaut wirklich sehr gut aus. Also müssen sich hinten schon sehr einig sein auf die letzten Kilometer. Wir sind jetzt auch schon eigentlich voll im Finale, dass sie die Kathi dann nochmal einholen.
Genau, wir sehen es, wenn wir auf die Kilometeranzahl schauen, sind es etwa noch 5 Kilometer bis ins Ziel. Wir sehen auch Fiona Schröder ganz vorne natürlich, die Deutsche hier. Hier sehen wir sie jetzt auch im Live-Bild. Der gewohnte Angreiferblick von ihr, auch heute ist er natürlich mit dabei. Fiona Schröder auf den Fersen von Kathi Machner. Ja, vielleicht schauen wir dann nochmal zur Julia nochmal rein. Zu Julia Meyer, weil letztes Mal haben wir ja leider nicht so viel von ihr zeigen können, weil sie da vorzeitig vom Rad musste. Super, da haben wir sie schon. Also heute ohne technische Probleme, ist da in einer Verfolgergruppe, also ist da auch gerade am Anstieg, muss noch die letzten Meter bis zur Bergwertung rauf, bevor es dann endlich runtergeht, kurz Beine hängen lassen und dann Richtung Ziel. Genau, Julia Meyer, die achtfache österreichische Staatsmeisterin und Crosslauf-EM-Teilnehmerin. Und sie ist ja, du hast das auch schon angesprochen am Anfang, Matthias, ja im Laufbereich ganz stark unterwegs, ist auch amtierende Staatsmeisterin im Halbmarathon, Julia Meyer aus Bad Fischau-Brunn. Und heute klappt alles technisch auch bei ihr. Das freut uns, dass wir sie hier im Stream sehen und wir sehen sie hier auf den letzten Kilometern. Sie gibt Gas und ist voll vorne mit dabei. Ja, das freut uns natürlich. Schaut da wirklich sehr ambitioniert aus und gibt das Letzte, ist jetzt da gleich oben. Wir schalten da noch dann ganz kurz zu Magdalena Bernhardt vom Team B-Bike. Die haben wir heute auch live im Bild. Ist, glaube ich, da mit der Julia Meyer sogar in der Gruppe zusammen. Da haben wir sie schon. Hat sich heute auch das erste Mal, glaube ich, live zugeschaltet. Wollen wir da auch zeigen. Ja, schaut aus, als wäre das irgendwo... In der Radwerkstatt hat hier ihr iPad oder das Tablet aufgebaut, um das Rennen zu verfolgen. Ja, sieht sehr gut aus. Schönes Bandana, schon lange nicht mehr gesehen, den Daniel Eichinger an der Stelle im Bild. Ja, würde uns freuen, wenn er auch wieder mal live dazukommt. Vielleicht sind ihm die Schweißbänder ausgegangen. Mal schauen, werde ich mal nachfragen. Schöne Grüße an das Team Rinkhoff Advarix auf jeden Fall. Daniel Eichinger wird vermisst an dieser Stelle. Schöne Grüße an das ganze Team, das Team Rinkhoff ja vorne mit dabei in der Gesamtwertung auf Rang 2. Wir sehen es hier jetzt bei Magdalena Bernhardt, dass sie auch eine Unterstützung offenbar hat auf der Seite. Wir haben es, finde ich, auch beim Zieleinlauf von Jonas Raab, leider war das ein bisschen, waren da viele mit dabei beim Zieleinlauf heute, dass man das gar nicht so gesehen hat. Aber auch er wurde, glaube ich, von der Mutter angefeuert im Hintergrund, wenn ich das jetzt auf die Schnelle gesehen habe. Wie wichtig ist das, dass man da an der Seite diese Unterstützung hat? Und auch bei dir war das, glaube ich, damals, bist du ja beim René Haselbacher im Geschäft auch gefahren, im Shop, und wurdest da tatkräftig unterstützt. Hat dir das noch auf den letzten Metern extra Power gegeben, sozusagen? Ja, auf jeden Fall. Das pusht auf jeden Fall nach vorne. Ich glaube, gerade wenn man da alleine auf dem Smart-Trainer sitzt, lasst man vielleicht mal früher die Beine hängen, weil man jetzt nicht so den direkten Kontakt hat, dass man jetzt live wo draußen fährt. Also das ist auf jeden Fall super. Auch mit Updates wird man perfekt versorgt, wenn man da ja in dem hohen Leistungsbereich ist, ist es dann oft schwierig, auf zum Beispiel, wie wir hier sehen, auf ein Tablet zu schauen und dann genau den Überblick zu bewahren. Also das ist auf jeden Fall super, wenn man da wen an der Seite hat, der ihn versorgt, weder mit Informationen oder eben mit Getränken, also Riegel oder Gels. Liebe Grüße auf jeden Fall auch an Magdalena Bernhardt, die uns zugewunken hat, im Stream gewunken hat. Liebe Grüße an Sie zurück. Alles Gute auf den letzten Kilometern. Gleich geht es soweit mit dem Zieleinlauf der Damen. Wir sehen hier Sarah Berntaler, auch sie fokussiert auf den letzten Metern bis ins Ziel. Sie ja auch seit Tag 1 richtig stark. Ja, richtig super unterwegs und ja, sie arbeiten da wirklich sehr gut zusammen, also das Dreiergespann hinter der Kathi Machner kommen ihr da auch leicht näher. Jetzt sind es nur mehr 11 Sekunden, also sie haben das da reduziert. Wir haben jetzt noch unter 2 Kilometer, also wir haben die 2000 Meter Marke schon passiert. Jetzt geht es noch ein bisschen runter, dann kommt nochmal dieser kleine Kicker, da lassen wir uns jetzt nicht überraschen, durch diesen Tunnel durch und dann gleich ins Ziel. Wir sind gespannt, ob da noch von hinten jemand einen Power-Up oder Ähnliches nutzen wird, um da nochmal einen Vorstoß zu wagen.
Anfang Dezember im letzten Jahr, also Dezember 2020, 8.9., da hat ja erstmals die UCI E-Cycling WM stattgefunden, eine virtuelle Weltmeisterschaft. Felix Ritzinger und Moran Vermollen waren aus österreichischer Sicht mit dabei. Da ist man ja auch gefahren in Watopia, in dieser virtuellen Welt. Das heißt, so ein bisschen auf WM-Kurs, kann man sagen, sind wir heute ungefähr unterwegs. Ja, so ein bisschen WM-Feeling, da sind sie auch drüber gefahren, hatten da, glaube ich, eine längere Anfahrt. Ja, ein sehr bekannter Kurs eigentlich, auch ein sehr schwerer Kurs. Ich bin das auch schon mal abgefahren im April. Ja, raubt wirklich alle Kräfte und 3-4 Mal diesen Anstieg darauf, geht voll rein und lässt das Laktat nur so sprießen. Was wir auch jetzt bei der Kathi Macher sehen, sie wird da voraussichtlich den Sieg heute wieder einfahren, also back to the roots. Jetzt haben wir da diesen kleinen Kicker, der mit 4-5% dann noch raufgeht, dann durch den Tunnel und dann ist sie schon eigentlich fast im Ziel. Also Kathi, gib Gas, die Mädels jetzt hinten kommen. Letzter Kilometer für Kathi Machner. Wir drücken die Daumen für die Österreicherin vom Union Raiffeisen Radteam Tirol. Volle Emotion, die sie uns hier von ihrem Wohnzimmer zu uns nach Hause liefert, zu uns in den Stream liefert. Aber auch der Angreiferblick von Fiona Schröder. Sie ist hier noch auf den Fersen. Geht sich das noch aus oder holt sich Kathi Machner heute im 5. Rennen den Sieg? Es ist spannend, wieder bei den Damen ist interessant. Vielleicht gibt es auch noch ein Power-Up, das hier eingesetzt werden kann. Fiona Schröder auf den Fersen von Kathi Machner. Wer gewinnt hier bei den Damen? Extrem spannend. Es wird von 5 Sekunden, 4 Sekunden, 3 Sekunden. Jetzt sehen wir da schon im Hintergrund die Dreiergruppe anrollen. Aber ich glaube, es sollte sich ausgehen für die Kathi. Wenn jetzt nicht noch wie letzte Woche bei den Herren so ein Power-Up da verwendet wird. Ja, und sie hat es ins Ziel gebracht. Jetzt werden wir dann noch gleich die Plätze dahinter. Also extrem spannend. Also die Mädels dahinter haben ja Wahnsinnsarbeit geleistet, da noch so knapp ranzukommen. Ja, Gott sei Dank war die Ziellinie da und nicht ein paar Meter später für die Kathi. Hat das toll gemacht, sehr kämpferisch, ist da fast eine Runde alleine gefahren und hat verdient heute den Sieg wieder nach Hause gefahren. Spannendes Finale bei den Damen. Kathi Machner hat alles gegeben, völlig ausgepowert sehen wir sie hier. Aber es hat gereicht für den Sieg im Rennen, im 5. Rennen der E-Liga. Auch Fiona Schröder, die Deutsche, die ja letztes Mal gewonnen hat, heute noch einmal alles rausgeholt. Völlig ausgepowert sehen wir beide hier. Das sind natürlich ganz tolle Emotionen und man kann sagen, die Strecke hatte es heute in sich. Sowohl im Nachwuchs, im Herren- als auch im Damenbereich. Richtig cooles Finale. Ja, also sie haben da wirklich alles gegeben. Tolle Bilder, die wir jetzt noch reinbekommen. Gott sei Dank sind sie noch im Stream und nicht gleich rausgegangen. Also wir sehen da die ganzen Emotionen, die Anstrengung und ja, wie sehr man da eigentlich ans Limit geht. Ich glaube, wenn man da nur die Avatare fahren sieht, bekommt man das ja gar nicht so mit, dass dahinter wirklich einer zu Hause am Rad sitzt und die Leistung dann zwar auf den Avatar übertragen wird, aber man muss selbst in die Pedale treten. Und das auch nicht zu wenig. Das nächste Rennen haben wir auf jeden Fall diesmal wieder in 2 Wochen. Jetzt hatten wir nur eine Woche Pause dazwischen. Natürlich auch für die Radsportler war das etwas Neues. Wir hatten sonst immer 2 Wochen Abstände und diesmal eine Woche war es letzte Woche. Das 4. Rennen, heute das 5. Rennen hat der Nachwuchs die Damen und die Herren absolviert. Es geht dann weiter am 6. Februar. Und zwar in Crit City. Wird interessant. Kennst du die Strecke schon oder ist das auch für dich was Neues? Ah, das ist auch für dich was Neues. Da muss ich mich auch schlau machen. Werde ich auf jeden Fall. Jetzt habe ich 2 Wochen Zeit. Und ja, ich glaube auch alle anderen, dass sich gut vorbereiten. Natürlich freuen wir uns, dass so viele Nachwuchsfahrer auch dabei sind. Da sind wir bei Creating Heroes. Ja, ich hoffe, dass wir dann in den nächsten Jahren auch einige Nachwuchsfahrer, die da bei uns auch am Start sind, dann auch bei der Wahl zum Radsportler, zur Radsportlerin, natürlich auch der Breitensport. Also wir haben total viele Teilnehmer, auch die mit der Bikecard dabei sind. Genau. Großer Andrang ist und auch so viele sich live dazuschalten. Und
interessieren, auf jeden Fall auf www.radsportverband gibt es alle Infos zur ÖAV Bikecard, die einen allumfassenden Versicherungsschutz bietet für alle Radsportinteressierten, sei es Mountainbike, sei es Straßenrad. Also da wird alles abgedeckt und natürlich in der E-Liga kann man hier natürlich auch in die Wertung kommen und mit dabei sein mit dieser ÖAV Bikecard. Wir haben den ÖAV Bikeguide angesprochen, auch da wird Interesse gibt unter bikeguide@radsportverband.at gerne mal nachfragen. Da wurde jetzt seitens des ÖAV eine Interessensvertretung gegründet, um sich diesem Thema anzunehmen und dieses Label ÖAV Bikeguide zu intensivieren. Auch hier ein Gruß an Alfred Keiblinger, der sozusagen der Projektkoordinator des Ganzen ist und das Thema vorantreibt im österreichischen Radsportverband. Ja, du hast das schon angesprochen, Creating Heroes, das Motto genau. Beim Nachwuchs, die hier wirklich volle Power mit dabei sind, ja, und auch der Breitensport, wir haben es gesehen heute mit Walter Tamas, liebe Grüße an ihn auch, ist auch hier am Sport, am Start. Genau, also von alt bis jung, alles dabei, das freut uns natürlich riesig. Und ja, wir würden uns freuen, wenn uns der ein oder andere, der zugeschaut hat, dann auch mal sich live zuschaltet oder das einfach ausprobiert. E-Cycling ist eine tolle Sache. Ja, wir freuen uns auf nächstes Mal. Wir freuen uns auf den 6.2. noch ein ganz kurzer Nachtrag, alles ohne Gewehr. Bei den Damen Kathi Machner vor Silikraut und Sarah Berntaler. Natürlich auch alles nachzulesen auf der Homepage. Alle Ergebnisse natürlich nach der Prüfung, dann die offiziellen Ergebnisse dort zu finden. Genau, alle Ergebnisse gibt es unter www.i-cycling-austria.at im Laufe des Tages und morgen natürlich auch den Highlights-Clip des heutigen Rennens. Wir sagen alles Gute, in 2 Wochen würden wir uns freuen, wenn Sie wieder mit dabei sind im Stream und noch ein schönes Wochenende. Alles Gute, bis bald.